herzlich willkommen zu einem neuen Video. Jetzt hat sie den Einsatz verpasst. Buffalo Soldier. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir ein Boot für euch gemietet. Wir sind immer noch in Italien unterwegs und besuchen heute eine verlassene Insel. The Island of No Return. Also ihr dürft gerne Geld spenden, weil ich werde jetzt mit den beiden da einsteigen, die so ein Ding noch nie gefahren haben. Und ihr wisst gar nicht, was ich alles für euch tue, damit ihr die neuen Videos kriegt. Ja, ja. Yes. Ich starte jetzt den Motor. Ist an, ne? Ja, der ist jetzt an, ne? Guck mal, ob du rückwärts rausfahren kannst. Guck mal, dass wir irgendwie hier festhalten, sonst wenn wir irgendwie an irgendwas gehen. Wir hätten uns dann auch wenigstens mal rausfahren können, ne? So, okay, jetzt mal bitte vorwärts. Vorwärts. Langsam, Piano. Ja, chill mal, ich muss hier erstmal hier. Weißt du, wie schwer das ist? Weißt du, wie schwer das ist, dieses Lenkrad zu bedienen? Das hier vom Boot. Hallo, oder? Marcel, guck mal, was hier gegen drückt da. Noch kommen wir gut vorbei. Ja, noch fahre ich aber nicht. Sieht doch gut aus. Warum geht das denn so schwer, das Lenkrad? Das ist das normal? Die Ausfahrt verpasst. Ja. Ja, weißt du, wie schwer das ist hier mit dem Lenkrad? Ja, wir versuchen dann jetzt mal die Ausfahrt zu kriegen. Leute, ihr wisst gar nicht, was ich Schiss habe. Was kannst du jetzt aber checken, dass wir jetzt nicht dazwischen? Was soll ich dagegen machen? Robert, chill doch jetzt mal. Robert, chill doch mal jetzt. Ja, chill. Also wir kommen schon langsam der Ausfahrt näher. Wir fahren. Ich weiß nur noch nicht, wohin. Noch nicht. Erstmal müssen wir jetzt noch fahren hier. Ja, du musst erstmal lenken. Ja, allerdings. Lenk jetzt noch. Ich lenk doch. Ja, fester. Das ist kein Auto mit Servolenkung. Die kriegt sich das nicht gefahren. Und sagt, sie will, also wir fahren. Ach ja, wir haben auch gar kein Wellengang. Nee. Ich mach das Wellen. Ich mach das. Geh mal weg. Lass mich jetzt nicht. Nee, geh jetzt mal. Boah. Leute. Das ist, glaube ich, der härteste Lost guck Place. Mal, guck dich mal hier. Das ist der härteste Lost Place, den ich hier habe. Ja. Aber wo müssen wir jetzt hin? Wer hat denn hier? Hör erst mal geradeaus. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Ja, wir können nicht, aber wir müssen auf das Schiff achten. Ey, guck, ein Boot. Moment, Leute, wenn man einfach sich nur hinlegen will, schlafen will und wenn man wach wird, ist man da, wo man hin will. Den habe ich gerade, ganz gewaltig. Warum kann die denn alle Tanker nicht bestätigen? Oh mein Gott. Ach, ich brauche keine Festhalter, dann macht der Hallo, ich komme. Schade. Jetzt verstehe ich das Prinzip hier. Anja, unser Kapitän. Captain Anja. Ja. Ob wir dahin kommen, wohin wollen? Jetzt ist was ganz Tolles passiert. Wir haben es ja gerade extra gesagt. Fahr an der Sandbank hier vorbei. Da, wo ist die Sandbank? Da. Man hält doch immer Abstand von Inseln. Ja, so wie du immer Abstand hältst von anderen Autos, ne? So. Oh, es fährt. Gibt's ja gar nicht. Fährt noch das Boot.
obwohl wir auf einer Sandbank sitzen. Krass, die Koski, ne? Oh, es geht runter. Oh, ne, doch nicht. Tretboot. Ja, genau. Leider ist uns das Geld rausgegangen, deswegen muss Anja jetzt schieben. Wer sein Boot liebt, der schiebt, ne? Ja. Leute, man kann auf jeden Fall nicht mehr erkennen, was das hier mal gewesen sein soll. Weißt du ungefähr, was das hier gewesen sein soll? Also außer eine Kirche wahrscheinlich, ne? Nee, das muss so ein Sanatorium, so eine Nervenheilanstalt gewesen sein. Und die Kirche gehört dazu. Mhm. Krass. Ich denke, das war mal der Waschraum gewesen von dem Sanatorium. Vielleicht die Küche. Eins von beiden wahrscheinlich. Seit 1970 ist die Insel unbewohnt. War wahrscheinlich vermutlich mal ein Backofen. Und jede Menge Fliegen. Die Decken sind hier extrem hoch. Ich hoffe, das kann man einigermaßen gut im Video sehen. Extrem hohe Decken. So, gucken wir mal jetzt weiter. Das war jetzt wahrscheinlich irgendwie die Küche. Und hier geht's weiter. Vermutlich sind da die Betten oder die Abteilungen gewesen, wo die Patienten geschlafen haben. Wow. Zugewuchert das schon mittlerweile ist. Aber wirklich impulsant, auf jeden Fall von der Architektur. Ne? Schaut mal hier. Da gibt es schon gar kein Dach mehr. Das Dach ist schon aus der Natur hergestellt. Von Überbleibsel von Bettgestell. Vielleicht waren das irgendwie unterschiedliche Abteilungen oder so gewesen, denn hier ist in jeder Tür ist quasi so ein Treppenhaus und da geht es eine Treppe nach oben. Aber die erste Etage ist im Endeffekt schon komplett eingestürzt. Also da ist die ganze Decke schon runtergekommen. Erste Etage gibt es quasi nicht mehr. Aber hier gibt es noch mehr zu gucken. Also schauen wir mal weiter.
von der Direktion her ist nicht mehr wirklich viel über. Wo ist denn die Kirche? Mittig von dem Gebäude. War der schon? Nee, die Kirche muss von der Traumbrücke weg. Voll kalt, ne? Sag mal, was da drunter gekommen ist alles. Ja, also Fred hat uns gerade angerufen, dass wir nicht mehr alleine auf der Insel sind, sondern das andere. Was wir gerade gesehen haben. Ist kaputt. Hey, das kann ich nicht hören. Ich weiß nicht, was das jetzt für Leute sind. Wo? Ja, sag ich. Da kommt man da gar nicht mehr hin. Nee, das. Das muss ein anderes Gebäude sein. Das müsste doch echt ein anderes Gebäude sein, oder nicht? Nee, ist alles so integriert. Ja, aber guck mal, das Gebäude geht doch bis hierhin. Ja, guck mal, wo die Kirche ist. Wie weit weg? Am Hafen. Ja, die muss direkt in dieser Wasserbucht sein. Da kommen wir nicht hin. Ja doch, da waren wir doch gerade. Ja, dann kommen da was. Die Frage ist, ob wir jetzt erstmal abchecken, wer da ist. Wir haben keine Zeit zum Abchecken. Also. Wir müssen 20 Minuten beim Boot sein. Also ich möchte lieber abchecken, als dass ich hintergepackt werde von der Polizei. Ja. Ich denke auch, dass wir wenigstens mal rauskriegen, wer das ist. Eben. Aber die klingen auch eher so, als wenn sie sich jetzt alles gut achten. Das klang jetzt nicht nach die Suche hier gehen. Oben am Kopf.
muss man ja hochgehen können. Gekonnt sein. Vielleicht doppelt das eine Marmortreppenhaus? Weiß ich nicht. So hoch wie der Turm ist, geht's hier irgendwie gar nicht. Also ich, hier ja. Über uns zumindest nicht. So Leute, wir suchen den Zugang immer noch zum Kirchenturm. Aber bislang konnten wir den nicht finden. Anja ist gerade auf der anderen Seite vom Gebäude. Und checkt da mal ab. Boah, hier sind überall Geräusche. Was, wenn wir nicht alleine wären? Das ist echt richtig etwas unheimlich hier, wirklich. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber von da. Von da kommen die ganze Zeit Geräusche. Als wenn da irgendwelche Leute wären. Also schon echt ein bisschen spooky hier. Sehr, sehr spooky. Gibt ja auch sehr viele Geistergeschichten zu dem ganzen, zu der ganzen Insel hier. Also diese Insel ist ja auch eine der, ja, scariest Inseln auf der Welt. Ob das alles so stimmt, weiß man natürlich nicht. Gibt es auch ganz viele Geistererscheinungen, was weiß ich nicht alles. Aber es wird ja immer so viel geredet. Aber wenn man jetzt schon hier so drauf ist, ist echt schon sehr beeindruckend. Meine Vermutung ist ja, dass man hier durch dieses Treppenhaus früher irgendwie auch in den Kirchturm konnte, mit irgendeiner Etage. Du musst jetzt mal ein bisschen zusammenbleiben. Gerade, aber keine Muckis. Also das ist das Schlimmste. Wir müssen zum Boot zurück. Nee. Eben einmal. Aus der Richtung kam bestimmt. Ich denke, die gehen weg. Also es ist 16:21. Halb müssen wir los. Ja, schaffen wir es. Eine Menge Betten. Man kann es erkennen. Die Etage ist mal wieder komplett runtergekommen. Na, vermutlich standen da oben wohl auch Betten, wie man sieht. Sind die auch runtergekommen. Also hier waren wahrscheinlich ja, die Station mit den Betten. Würde ich jetzt mal so tippen. Das hier macht noch ein paar 360-Grad-Videos. Ich kann euch noch ein bisschen was zu der Geschichte erzählen. Also ich habe ja gerade schon angefangen damit. Seit 1990 ist die Insel unbewohnt. Vorher wurde die Insel als Psychiatrie genutzt. Früher, wo es noch die Pest gab, wurden hier Pestkranke hingebracht, weil die Insel befindet sich halt vor den Toren von Venedig. Gibt es da irgendwo noch so ein Massengrab?
wo die ganzen Pestopfer damals vergraben worden sind. Aber mittlerweile, wie man ja erkennen kann, hier hat sich die Natur echt wirklich alles zurückgeholt. Und hier ist echt nur noch schwer zu erkennen, ja, was früher mal halt hier war. Ne? Also man sieht es, hier ist überall mittlerweile richtig grün. Alles zugewuchert, eingestürzt. Tja. The Island of No Return, also echt ein richtig besonderer Lost Place. Im Rahmen unserer Urbex-Tour durch Italien. Schauen wir mal hier, was noch hier ist. Den größten Trockner. Glaubst du, das ist ein Trockner? Ich denke, also ich habe es gerade mal schon so angeguckt. Unten sind mit dem Aggregat nebenan verbunden. Hier unten würde ich sagen, sind Heizstäbe, die heizen. Das hier konnte man aus. Hat dann hier die Kleiderbügel eingehängt. Für mich die beste Erklärung. Wenn mir jemand wirklich sagen kann, was das ist, ich bin gespannt. Ja, Leute. Aber für mich bleibt es, bis ich eine Erklärung habe, der größte Trockner, den ich je gesehen habe. Was meint ihr? Ist das wirklich hier der allergrößte Trockner, den man je gesehen hat bei einem Lost Place? Oder ist es doch in Wirklichkeit was ganz anderes? Gucken wir uns mal ein bisschen näher an. Das ist echt interessant. Ich könnte auch nicht sagen, was es genau ist. Auf jeden Fall ein sehr interessantes, eine sehr interessante Maschine. Sagen wir mal so. Hier ist auch nochmal die Wasserstraße, wo das Anlegen verboten ist. Ja, glaubst du? Hier würde ich sagen, das sind riesige Waschtrommel. Ja. Ja, das könnte echt möglich sein, dass es hier riesengroße Waschmaschinen waren. Pa, pa, wie das Spinnweben. Ekelhaft, Leute. Echt ekelhaft. Dass man hier die Wäsche reingeschmissen hat. Hier kann man es, glaube ich, auch ein bisschen besser erkennen. Boah, dreht sich mittlerweile gar nichts mehr. Nee. Dass man hier die Wäsche reingetan hat. Und dann wahrscheinlich hier an diesem Rad konnte man dann drehen. Dann hat sich das wahrscheinlich bewegt. Und oben konnte man wahrscheinlich noch ein bisschen Wasser nachkippen. Beziehungsweise hier ist ja ein Röhrensystem. Wahrscheinlich da oben der Heißwasserboiler, sag ich mal. Ja, dann kam hier heißes Wasser rein. Die konnte man natürlich besser absperren. Und dann wird hier die Wäsche damals so gewaschen. Ja, zwei Maschinen auf jeden Fall hier vorhanden. Vielleicht früher noch ein bisschen mehr. Das ist ja auch sehr cool. Hier sind offenbar auch noch Fischer, die offenbar hier ihre Fischernetze lagern. Oh, Leute, ich habe Moskitos gestochen, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, was könnte das mal gewesen sein? Hm, oder das war vielleicht mal so ein Trockner. Könnte auch sein. Wenn ihr eine Idee habt, was das sein könnte, schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Eigentlich ist es ja gar nicht hier mit nichts hoch. Also, ja, okay, wir können auch daraus, wenn du da durch die Tür gegangen bist.
Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Also für uns war es, denke ich mal, auf jeden Fall ein super toller Ausflug. Ja doch, war ein Abenteuer. Definitiv, ja. Also Bootsfahrt war auf jeden Fall mega cool, hat mega viel Spaß gemacht. Die Insel war sehr interessant, sehr informativ. Eigentlich hätte man noch ein bisschen mehr Zeit gebraucht, um alles wirklich zu sehen. Definitiv. Ja, also da braucht man wirklich den ganzen Tag hier, wirklich, um wirklich, weil zwei Seiten Insel sind mit Brückenübergang und die Zeit hatten wir leider nicht. Genau. Zeitlich war es echt ein bisschen blöd, aber das Boot hatten wir halt nur für 4 Stunden gehabt und erstmal den Weg hinfinden. Zurück ging ein bisschen schneller als hin. Ja. Da kannten wir uns ein bisschen besser aus. Wir dachten eigentlich 4 Stunden würden reichen, aber dem war leider nicht so. Also die Insel war größer als gedacht. Viel, viel zu sehen, obwohl auch viel, viel kaputt war. Ne? Ja. Aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn es so ist, Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.